So, weiter geht's mit Advance Wars. Wir müssen 12 Gebauten erobern, ansonsten können wir hier die Mission nicht gewinnen. Und es sieht zurzeit doch relativ gut aus. Es sind einige Problemzonen, aber die können wir ja ausbauen. Wir brauchen jedenfalls Geld. Wir brauchen Geld. Und das werden wir bald bekommen. Denn Olafs Truppen sind hier in diesem Kampf deutlich größer als unsere. Und er geht jetzt sogar auf unsere Transporteinheit. Das ist ja ein unfairer Spieler. Sauerei. So, er denkt, dass er in den Bergen noch etwas hier bewegen kann. Da hat er sich aber verraschen. Ja, er schwächt zwar unsere Truppen, aber kriegt sie nicht down. Das ist gut. Das habe ich sogar lieber, als wenn er jetzt alles wegräumen würde. Denn, ja. So haben wir immer noch ein großes Feld, wo wir Unfug anstellen können. Und wir müssen ja uns das Geld verdienen. Und wenn wir es dann haben, dann können wir starke Truppen zurückbauen. Er hat allerdings auch Fabriken, oder? Ja, und er produziert. Er produziert Leute. Aber wir sparen und holen uns die stärkeren Waffen. Das ist die bessere Taktik, würde ich mal sagen. So, und ich versuche jetzt diese verdammte Fabrik endlich einzunehmen. Du jagst den hinterher. Ja, das bringt aber nicht viel. Verdammt. Verdammt, verdammt. Direkter Angriff. Ja, okay, dann gehen wir halt mit unserem Kampfpanzer auf den. Kampfpanzer sind teuer. Die würde ich ganz gerne noch etwas ausweiten. Dann nehmen wir die TP-Einheit, TTP zurück. Nein, warte, ins Gebäude, damit die sich heilen kann. Und das stellen wir hier in den Weg. So, 16.000, das heißt, wir könnten einen rufen. Ich warte aber noch ab. Dann hole ich meinen Raketenwerfer. Nein, noch nicht. Noch nicht. Noch ist die Lage ganz gut. Die Frage ist halt, wird er uns versuchen zu verhindern, weitere Gebäude einzunehmen, oder wird er unsere stärksten Truppen auslöschen? Er löscht die Truppen lieber aus, das ist gut. Dann haben wir schon 3 Fabriken und der wird er uns nicht so leicht zurückholen. Ah, jetzt geht er doch auf unsere Truppen. Natürlich, es ist ja auch Olaf. Es ist ja auch Olaf. Der Falschspieler. Gemeiner Typ. Aber er hat nicht mit unseren anderen Truppen gerechnet. Dann schwächen wir ihn jetzt mal. So geht das nämlich nicht. Macht dieser Panzer jetzt genügend Schaden? Nein, leider nicht. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt wirklich dumm. Wir übernehmen natürlich weiterhin die Fabrik. Lass uns nicht verscheuchen von seinem dummen Panzer. Und dann würde ich sagen, produzieren wir einen weiteren Kampfpanzer. Und holen uns noch einen. Was macht der Speer? Bringt uns nicht viel, der macht nicht so viel Schaden. Ich nehme mir dann lieber noch eine Transporteinheit. Der ist relativ sicher. Du machst überhaupt keinen Schaden. Ja, dann bleib in der Stadt. Wie sieht's denn bei seinen Gebäuden aus? Er hat. Warte mal. Er muss noch 2 Gebäude erobern. Ja, wie denn? Das ist ja richtig fies. Der hat ja mehrere Gebäude auf seiner Stelle. Er wird also dieses Gebäude vermutlich ansteuern. Ja gut, dann ist es gut, dass wir auf die Kampfpanzer gegangen sind. Die müssen wir aber jetzt wirklich ausfahren. Oh nein. Jetzt benutzt er auch nicht den Schneesturm.
Oh nein, das ist fies. Nein, nicht dann jetzt. Okay, ich dachte jetzt, der könnte jetzt so direkt 20 Punkte dem Gebäude abziehen. Und damit ist die Fabrik schon wieder nicht unseres. Mann! Ja gut, ich muss die Truppen erschießen. Ich kann die nicht hier vorbeilassen. Aber wir können uns jetzt auch wieder schlecht bewegen. Ah, die Map ist unfair. Die Map ist ja total unfair. Warte, Gabe, ne. Gibt's nicht. Ja, dann wird er gewinnen. Wir können diese Truppe nicht aufhalten. Das ist unmöglich. Ja, dann kapitulieren wir, denn das hat ja keinen Sinn. Mir fehlt ja ein Gebäude. Ja, wir kapitulieren. Was zum Teufel? Wie soll man das denn anstellen? Man ist ja komplett im Nachteil. Ja, gut, wir wissen, bla bla bla. Ja, trotzdem benutze ich weiterhin Andy. Dem seine Fähigkeit ist mir nämlich lieber. Ja, wir wissen, ja, ja. Ja gut, dann mal schauen. Er kommt hier schon rüber. Dann müssen wir so schnell wie möglich alle Gebäude einholen. Ich möchte die Fabrik aber ganz gerne sofort haben. Dann fahre ich dich mal hier hin, leere die Truppe dort ab. So, und der Panzer, der soll schon angreifen. Der soll schon hier alles bereit machen für den Angriff. Kommt aber auch rüber, ne? Es ist ja nicht so, dass er die Brücke verdient. Okay, nein. Aber er schickt seine kleinen Panzer vor und diese Artillerieeinheit. Ah, verdammt. So, Gebäude einnehmen. Wie viel fehlt ihm? Er braucht 6, wir brauchen 9. Jetzt sind wir ein Gebäude im Rückstand. Wir müssten dann hier anfangen, die Gebäude zu erobern, aber er stellt Panzer dort auf. Gewagter Kerl. Ja, es reicht leider nicht, um die Transporteinheit zu erreichen. Gut, dann machen wir das folgendermaßen. Wir werden den hier nachher befördern. Und die beiden hier kümmern sich um die Leute, die hier Umflug betreiben. Könnten wir wegfegen? Kommt der Panzer auch dorthin? Nein. Ja gut, wichtiger ist, dass diese Artillerie sofort vernichtet wird. Er hat hier überhaupt nichts zu suchen. Er wird jetzt mit seinem Panzer kommen, aber das ist mir ziemlich egal. Ich stelle hier noch einen Panzer auf, damit wir hier sicher sind. Und wir sparen. So, er nimmt wieder jedes Gebäude in seiner Gegend. Seht nur, wie viele Gebäude der dort hat. Wie weit wir marschieren müssen, bis dass wir Gebäude erreichen. Der will wieder verhindern, dass wir hier irgendwas tun. Und sein Kampfpanzer kommt. Ja. Das ist natürlich blöd. Sporteinheit. So, wie viele Gebäude fehlen ihm? Er braucht, wo steht's, 3. Mit Angriff aus, nicht so gut.
Ja gut, den finishte ich. Lieber den finishten als irgendein Risiko eingehen. Sein Budget wird dann auch schneller wachsen als unser. Das ist auch nicht so gut. Flaggschiff. Ja, diese Flaggeinheit wäre vielleicht interessant. Hat der welche? Ja, diese Raketenwerfer. Zwei Stück. So dringen wir nicht so leicht in sein Gebiet ein. Ich nehme mir eine Artillerie und noch eine Transporteinheit. Die sind ziemlich wichtig in dieser Map. Warte mal. 55. Ja gut, dann versuchen wir das. Wir müssen diesen Panzer loswerden. Der stoppt nämlich unsere Eroberung. Und wir schaffen es, anscheinend. Ja, wunderbar. Dann kann die Eroberung im nächsten Zug weitergehen. Der ist auch nicht mehr so ganz fit. Ja, immerhin können wir den anderen Panzer schwächen. Oh ja, jetzt wird's etwas komplizierter. So, verdammt, da steht ein Kampfpanzer. Verdammt. Na gut, dann fahren wir dich mal hier hin. So. Machen wir ihn unsicher. Denn solange er hier keine Truppen hat, kann er natürlich nichts erobern. Und das spielt uns gut in die Karten. So, ihm fehlt noch wie viel? Drei Gebäude. Er hat zwei Gebäude in der Gegend, aber die wird er nicht alle heute holen. Und wir können einen Kampfpanzer voranschicken. Ja gut, die wird jetzt wegsterben. Aber wir haben ja schon für Nachschub gesorgt. Na, jetzt kommt ein Kampfpanzer. Er hat zwei Kampfpanzer auf dem Feld. Ah, oh, ist das aggressiv. Wie soll man das denn machen? Na gut, hier unten können wir ihm jetzt wieder ein Gebäude abnutzen. Das müssen wir auch tun, denn sonst verlieren wir. Na gut, und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie man... Drei Gebäude, und er steht auf wie vielen? Zwei. Hier verliert er dann wieder eins. Warten wir mal. Kommt er ja auf diese Idee. Du besetzt weiter die nein, warte mal. Du könntest angreifen. Na, ja, das bringt aber nicht viel. Okay. Übernehmen wir weiterhin die Stadt. Dieser kann auch nicht viel anrichten. Dann geh hier als Fracht mit und setzen dich hier oben ab. Und zwar hier. So, du läufst dorthin. So, und dann kann der Panzer entscheiden. Der wird natürlich in die Stadt gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Der wird in die Stadt gehen. So, ihm fehlt tatsächlich noch ein Gebäude. Der ist kurz davor, das zu kriegen. Wir luxen ihm natürlich wieder eins ab. Und er hat nicht das Gebäude angesteuert. Das ist jetzt ein entscheidender Vorteil. Unsere Einheit hat überlebt. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, dann sofort Gebäude einnehmen. Der Andy hat die Gabe. So, dann fehlt ihm wieder drei Gebäude. Ja
gut, ich muss auf Angriff gehen, ne? So. Jetzt fehlen uns 5 Gebäude. Können wir noch irgendwie einen Angriff starten? Eher nicht. Ja gut, dann... Ich möchte diese Fabrik, aber lieber vorerst die Häuser. Schaden, das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Verdammt. Verdammt. Ja gut, ich stelle jetzt meine Artillerie als Schutzzone auf. Und zwar hier auf die Brücke. So. Die kommt zurück. Oder? Nein, warte, die werde ich locken. Wird als Lockvogel benutzt, so. Und die kommt zurück. Dann hole ich mir Speer. Ich glaube, das ist das Beste. Die bewegen sich ziemlich schnell voran. Damit können vielleicht Panzer erledigt werden. Ja, und greife ich ihn jetzt an oder nicht? Wie sieht es denn mit der Gabe aus? Beispiel vielleicht damit irgendwas. Nein. Na gut, dann versucht die Stadt einzunehmen. Mir fehlen noch 2 Gebäude. Er wird nächsten Zug garantiert noch nicht gewinnen. Aber jetzt müssen wir so langsam wieder ein Gebäude von ihm wegerobern. Oder vielleicht mal die Gegner aus unserem Feld rausholen. Denn die rücken jetzt auch wieder ran. Unglaublich, diese Schlacht. Unglaublich. Geld. Nicht so toll. Feuer macht überhaupt keinen Schaden. Super. Die Speer sind unnütz. So, aber wir haben die Fabrik erreicht. Das ist gut. Dann können wir produzieren im nächsten Zug. So. Wie viele Gebäude fehlen dem? 2. Den nicht so leicht bekommen. Aha. Da sitzt die Panzer langsam wieder in Richtung. Das macht einfach keinen Schaden. Das ist eine Sauerei. Ja, die Speer müssen wir hier weg. Die müssen hier weg. Ich werde die so als Fischfutter nutzen. Die stellen wir hier hoch, ja. So. Von den Panzer habe ich nämlich keine Angst, die können ja nicht viel anrichten. So, wenn wir hier Artillerien bauen. Ja, der ganze Rest kann an sich dort bleiben, wo er ist. Du kommst vielleicht noch auf die Brücke so. Und wunderbar. So, ihm fehlt noch ein Gebäude. Schickt Speer voran. Wir müssen jetzt irgendwie ein Gebäude abluchsen oder sie nicht in unser Gebiet lassen. Denn sein Gebiet ist komplett erobert. Dort gibt es keine Grauzonen mehr. Das heißt, er muss ein Gebäude von uns erobern. Also jedenfalls eines, was auf unserem Land steht. Das heißt, wir müssen hier am meisten schützen und bauen hier am besten Raketenwerfer auf. So, er hat hier sich hier auch eine Reihe aufgebaut jetzt. Und seine Panzer gehen so langsam die Puste aus. So, was nehme ich down? Die Speer oder den Panzer? Nein, den Panzer, komm. Er ist gefährlicher, bedrohlicher.
Der Speer kann immer noch von ihm hier vernichtet werden. Ne, kann er nicht. Gut. Dann gehst du zurück ins Gebäude. Du bleibst dort. Hier möchte ich irgendwas verändern. Setzt weiterhin hier die Gebäude. Speer gegen Speer. Ist das möglich? Ja, irgendwie nicht. Nein. Nein, nein. Aber die Speer sind ja für nichts zu gebrauchen. Und leider kommt auch kein Kitwerfer in Frage. Aber er kommt auch nicht so leicht jetzt an uns ran. Warte, ich stelle auf einfach den Speer in die Stadt. So. Stellen wir uns auf Stur. So geht's nicht hier. Ja, diese Mission nimmt wieder etwas Zeit weg. Jetzt kommt wieder diese scheiß Schneegabe. Ich könnte kotzen. Das gibt's doch nicht. Solange wir sie nicht über die Küste lassen, ist es gut. Steht er auf der Fabrik? Ja, tut er. Ich bin nicht so dumm. Das war unüberlegt. Wir hätten eigentlich ja, die Fabrik verlassen sollen und dort eine Artillerie bauen. Aber seine Kampfpanzer sind jetzt wenigstens etwas weg. Müssen wir angreifen, die Truppe. Aber wir haben noch genügend Zeit. Wir können noch immer etwas bauen. Ah, Raketenwerfer ist jetzt drin. Ist möglich, wunderbar. So, weiterhin besetzen. Angriff bringt ja nicht viel. Solange seine Gabe aktiv ist. Speer gegen Speer. Warte mal. Der macht viel mehr Schaden. Ja, gut, dann greife ich lieber mit dem an. So. Und wie sieht es mit den Einheiten aus? Die können wir auch mit dem Speer vernichten. Ich würde aber jetzt lieber den hier wegholen. Oh nein, ich habe schon wieder Dummheiten gemacht, ne? Ah, ich bin so ein... Oh, Vollidiot. Jetzt verlieren wir, weil ich... Ah, oh, so dämlich gehandelt habe. Na gut, weg mit dem Panzer. Jetzt haben wir schon wieder keine Artillerie gebaut. So, Raketenwerfer. Es ist noch nicht so tragisch, aber ja, es sollte langsam mal was geschehen. So geht das nämlich nicht weiter. Angreifen bringt wirklich nicht viel. Oh, der Speer kann sich aber gut fortbewegen. So. Hat auch jemand Munitionsmangel? Ist auch nicht schlecht. Wir haben zwar einen dummen Fehler begangen, da ist das Problem jetzt, aber es ist noch nicht so tragisch. Noch ist es verzeihbar, aber wir müssen jetzt dran denken, den Raketenwerfer zu produzieren, denn angreifen kann der ja auch noch nicht in diesem Zug. So, was kommt jetzt? Ein Panzer. Dann wird die Artillerie hier angegriffen. Glücklicherweise nicht vernichtet. Aber wir sind zurückgedrängt worden. Da kommt sein fetter Kampfpanzer. So ein Mistgeburt. Aber er nimmt die Truppen wirklich hart dran. Aber er ist ja auch wirklich mit verdammt guten Waffen hier ausgerüstet. Das ist ja schon fast unfair.
Schwer ist eingedrängt. Ja, er hat das jetzt auch noch. Er hat uns auch noch blockiert. Was für ein Scheißdreck. So ein Bullshit. Schaffen das nicht. Der Fehler ist schuld dran. Oh, oder doch? Wir haben unsere Truppen geopfert. Ja gut, aber das bringt ja nicht viel. Der ist nämlich schwach. Ja, dann hole ich mir wieder einen Panzer. Komm. Jetzt erstmal nichts. Ja, Angriff auf. Nein, warte, kann der umfahren? Nein, kann er nicht. Er kann aber diese Truppe angreifen. Und vielleicht mit etwas Glück haben wir dann einen Gegner weniger hier stehen. Problem zunächst natürlich, dass er ja, uns eingekesselt hat und seine Truppen stehen hier ziemlich gut. Unser Kampfpanzer ist nämlich gefährdet dann. Ja, dann greift noch diesen Eroberer an. Springt das hier etwas, ja, wenig hat es gebracht. Schauen, was er jetzt tut. Nein, er empfiehlt noch ein Gebäude, okay. Ja, was hier unten geschieht, ist mir jetzt ziemlich egal. Ich möchte oben das Feld räumen. Denn so geht das nicht weiter. Ja, es scheint so, als kämen wir hier wieder nicht voran. Der Part ist jetzt auch schon etwas länger geworden. Ich werde jetzt nur noch den Zug hier abwarten, was geschehen wird, und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder hier auf diesem scheiß Schlachtfeld, was komplett unfair ist. Aber er hat unseren Kampfpanzer in Ruhe gelassen. Das ist wenigstens mal eine gute Nachricht. Ja, jetzt können wir die Gabe einsetzen, aber die ist jetzt für den Arsch. Wir müssen Truppen angreifen. Maschinen sind ziemlich egal, das ist nicht das Problem. Und wir haben überhaupt keine Bodentruppen mehr, die müssen wir dann produzieren. Ja Leute, ich kapituliere und dann machen wir das Ganze neu. Im nächsten Part von Advance Wars. Daumen hoch, wäre nett, ist natürlich nicht verdient. Ja, wenn ihr wollt, dass wir irgendwann weiterkommen, dann abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich beende den Part jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas amüsiert. Und bis zum nächsten Mal bei Advance Wars.